James Bond würde sich freuen. Es ist zwar kein Aston Martin, aber ein echtes Bond-Mobil. Wir haben hier einen ganz besonderen Umbau für eine ganz besondere Kundin. Die Kundin Vivian ist schon bekannt von der Startphase her und das ist jetzt ihr Auto. Vivian ist unter anderem James Bond Fan, wie man unschwer erkennen kann, und sie bekommt ihren Caddy. Der Caddy wird von hinten, ist er zu befahren, die Heckklappe wird elektrisch geöffnet. Ebenso fährt man die Rampe elektrisch runter. Das ist jetzt noch nichts so ganz Besonderes, das machen wir ja öfters. Aber Vivian kann jetzt mit ihrem Elektrorollstuhl in das Fahrzeug hineinfahren und fährt auf die Dockingstation. Das heißt, Vivian steht dann mit ihrem Rollstuhl im Heckbereich des Fahrzeuges. Der Rollstuhl ist top gesichert. Vivian parkt ihn hier ab. Wenn sie rausfahren möchte, löst sie das Schloss mit der Kabelfernbedienung und fährt dann raus. So, jetzt fängt es an, interessant zu werden. Vivian nimmt hier auf dem eigens für Vivian gebauten Fahrersitz Platz. Sie geht also vom Rollstuhl runter auf den Sitz, dreht den Sitz dann per Kabelfernbedienung so rum, dass sie in Fahrtrichtung sitzt. Jetzt sitzt sie vorm Lenkrad in ihrem speziell angefertigten Sitz. Wie man hier sehen kann, der Sitz hat eine ganz besonders angepasste Sitztiefe, eine Rückenhöhe, Seitenpiloten, Oberschenkelpiloten, verfügt ebenfalls über Ablagen. Natürlich speziell auf Vivian angepasst, sodass sie auch überall drankommt, wenn sie auf dem Sitz sitzt, wo sie drankommen möchte. Ja, wie fährt Vivian dieses Fahrzeug? Zum einen ist natürlich auch der Fußbereich für Vivian angepasst, sodass sie die Beine hier schön abstellen kann, dass sie sicher und gut sitzt. Sie schnallt sich an und fährt dann mit einem elektronisch-digitalen Gasbremsschieber sowie einem elektronisch-digitalen Mini-Lenkrad. Mit dem Mini-Lenkrad kann sie das Fahrzeug komplett lenken, angepasst auf ihre motorischen Fähigkeiten und an ihre Kräfte. Das Pace Drive System ist ja ganz individuell auf jeden einzelnen Menschen, auf seine Fähigkeiten und Möglichkeiten, auf seine motorischen Fähigkeiten anzupassen. Wir haben in dem Fahrzeug eine Sprachsteuerung verbaut. Die sieht man hier oben. Zusätzlich zur Sprachsteuerung gehört immer das große Touchpad dazu, sodass ich einmal über Sprachsteuerung alles steuern kann oder über das Touchpad. Alle wichtigen Sekundärfunktionen wie Blinker, Hupe, Licht, Scheibenwischer sowie das Starten des Fahrzeugs, die Gangwahl, also P, R, N, D und so weiter, sind alles über die Sprachsteuerung zu steuern, auszuschalten, einzuschalten. Dann sehen wir hier zwei große Bildschirme auf dem Armaturenbrett. Die Bildschirme in Kombination mit den Kameras vorne rechts und links gewährleisten in jeder Fahrsituation auch den Blick nach rechts oder nach links. Ja, und so kann Vivian mit ihrem Bond-Mobil ab sofort am Verkehr teilnehmen. Sollten auch Sie Fragen haben zu außergewöhnlichen Umbauten, zu ganz besonders ausgefallenen Krankheitsbildern oder, kontaktieren Sie uns, sprechen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail, sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen. Vielen Dank.